Paris, 25. Juli 2000. Kurz vor 17 Uhr startet die Concorde. An Bord eine neunköpfige Crew und 100 Passagiere, auf dem Weg in einen Traumurlaub. Zwei Minuten später ist ihre Reise zu Ende. Für die 109 Menschen wird die Concorde zum fliegenden Sarg. Unter den Passagieren sind drei Kinder. Die Concorde, ein Wunder der Technik. Über 30 Jahre lang ein Symbol für absoluten Luxus und höchste Sicherheit. Bis zu diesem Augenblick. Das ist passiert. Auf der Startbahn bricht am linken Motor plötzlich Feuer aus. Der Pilot kann den Start nicht mehr abbrechen. Die Maschine ist schon zu schnell. Der Pilot bereitet eine Notlandung vor auf dem nahegelegenen Flughafen Le Bourget. Kurz nach dem Abheben überfliegt er eine Autobahn, Flughöhe 50 Meter. Höher schafft es die Concorde nicht mehr. Außer Kontrolle stürzt sie nach 6 Kilometern mit der Nase voran in eine Hotelanlage. Die Katastrophe erschüttert die ganze Welt. Fast jeder kennt die Concorde aus Erzählungen und Berichten. Doch nur wenige Menschen hatten die Chance, mit ihr zu fliegen. Mythos Concorde. Ein gutes Thema für einen Film, aber schwer zu realisieren. Denn an Bord ist das Filmen verboten. Ein Jahr vor dem Unglück machte die Air France eine Ausnahme. Wir durften zwei Flüge und ihre Vorbereitung mit einem Kamerateam begleiten. Bei der Concorde können wir uns keinen Irrtum erlauben. Wir passen ganz besonders auf. Jeder Teller wird heute gebraucht. Der Flug von Paris nach New York ist ausgebucht. Emmanuel hat heute ein Abendessen in Manhattan und will morgen schon wieder in Paris sein. Fast alle Passagiere reisen mit großen Plänen und kleinem Gepäck. Ein Ticket kostet hin und zurück 14.000 Mark. Mit der Concorde ist das Fliegen noch ein Abenteuer, nicht wie Busfahren. Ich fliege viel und je schneller, desto besser. Vom Check-in zum Flugzeug nur wenig mehr als 100 Meter. Die kürzestmögliche Strecke auf dem Flughafen Charles de Gaulle. Die Concorde genießt Priorität. Kein Warten bei Start und Landung und oberste Diskretion in der Lounge, die für andere Passagiere gesperrt ist und normalerweise auch für Kamerateams. Das Gästebuch würde jeden Autogrammjäger in Aufregung versetzen. Jean-Jacques Arnaud, Michael Jackson, Barbara Streisand, Bruce Willis in nicht mal einer Woche. Ja, den haben wir auch hier gehabt. Und einige Tage vorher seine Frau, Demi Moore. Ich schätze mal, dass jeder zehnte unserer Gäste eine Persönlichkeit aus dem Showbusiness ist. Die Atmosphäre ist gedämpft, wie in einer Kirche. Wer sich unterhält, flüstert, um das nächste Separé nicht zu stören. Ich nehme die Concorde, weil sie das schnellste Verkehrsmittel ist. Ich muss jetzt sofort nach New York und mit der Concorde bin ich ruckzuck da. Nur 12 Concorde sind heute noch im Einsatz, im Vergleich zu etwa 1000 Jumbo-Jets. Beide Typen sind gleich alt und als sie entwickelt wurden, war nicht klar, wer von beiden das Rennen auf dem Weltmarkt machen würde. Viele glaubten in den 60er Jahren, die Concorde werde das Flugzeug im Jahr 2000 sein. Der Pilot, Edgar Chiot,
einer von 30 Kapitänen mit der Lizenz für die Concorde. Noch 40 Minuten bis zum Start. Für den Fall, dass sein Check einen Defekt zutage bringt, steht eine Ersatz-Concorde startklar. Auch in der Concorde gibt es Klassen. Hinten die Urlauber, vorne die Geschäftsleute. Unsere Passagiere sind meist Stammgäste, zu 70% Geschäftsleute aus Paris oder New York. Ein Drittel spricht Französisch, ein Drittel Englisch und ein weiteres Drittel kommt aus einem anderen europäischen Land. Man weiß dann, der und der ist da und man kennt die Leute, aber es würde niemand sagen, schauen Sie mal, der ist jetzt Ministerpräsident sowieso. Das ist nicht der Fall. Wir sind mit diesem Flugzeug schon 4-mal geflogen. Ich mag besonders, wenn wir über dem Wasser sind. Das geht geradewegs hoch auf 75.000 Fuß. Wunderbar, absolut aufregend. Becky und William Victor Zahner aus Colorado sind vor 5 Tagen mit dem Kreuzfahrtschiff Queen Elizabeth nach Europa gefahren. Nach dem Shopping in London und Paris geht es nun zurück. William Victor ist ein bekannter Wetteransager im Lokalfernsehen und produziert Musik-CDs. Wir fliegen zum ersten Mal Concorde und freuen uns riesig, weil es nur wenigen vergönnt ist, mit zweifacher Schallgeschwindigkeit zu reisen. Why did you book this flight on a Concorde? Wir haben schon so lange davon geträumt. 2 Stunden Überschall. Was für ein Abenteuer. Noch 30 Minuten bis zum Start. Die Concorde wird annähernd doppelt so hoch wie ein Jumbojet fliegen und fast 3-mal so schnell. Sie müssen sich vorstellen, Sie fahren einen Rennwagen. Wenn Sie mit 100 Stundenkilometern daherkommen, ist das ein Auto wie jedes andere. Wenn Sie aber mit 300 Stundenkilometern fahren, dann dürfen Sie sich keinen Irrtum mehr erlauben. Schon wieder dieser Hinweis. Kein Irrtum erlaubt. Als ob das im Jumbojet anders wäre. Aber irgendwas muss wohl dran sein. Die Concorde hebt ab mit über 400 Stundenkilometern. Um 185 Tonnen derartig in Bewegung zu setzen, schaltet der Pilot Nachbrenner an, die es sonst nur in Kampfjets gibt. Die Concorde hat 4 davon. Der Lärm der 280.000 PS beim Start ist so stark, dass die Ohren selbst unter dicken Kopfhörern noch dröhnen. Innen ist es erträglich. Ein Blick ins Cockpit von ganz hinten. Damit keine Zeit verloren geht, wird gleich nach dem Start serviert. Champagner, Kaviar und Blinis. L'esprit du Concorde, c'est luxe. Der Zauber der Concorde ist der absolute Luxus, die Ruhe und der Rausch der Geschwindigkeit. Was will man mehr von einem Flugzeug mit Blick auf das 21. Jahrhundert? Richtig Gas geben darf der Pilot des technischen Weltwunders erst über dem Atlantik, wegen des Donners beim Brechen der Schallmauer. Das Fenster ist warm, aber nicht so heiß, wie ich dachte. Und die Kabine heizt sich nicht auf. Beim Überschallflug erwärmt sich die Concorde auf über 100 Grad Celsius und dehnt sich aus. Sie wird ungefähr 20 Zentimeter länger, erklärt uns der Bordingenieur. Hier gibt es eine Stelle, wo sogar ein Spalt zwischen 2 Geräten entsteht. Sehen Sie, ich kann jetzt nach 1 Stunde Flugzeit meine Hand hineinstecken. Nach der Landung wird diese Spalte verschwunden sein.